Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Hearts Medicine. Wir machen weiter mit Level 19, ein richtig mieser Tag. Fülle 15 Artikel wieder auf. Okay. Ich kann mich nur wiederholen. Es tut mir so leid, Allison. Es ist nicht deine Schuld, Daniel. Nach all dem, was in letzter Zeit so passiert ist, war das jetzt auch keine Überraschung mehr. Victor, der dich rausschmeißen wollte, die ständig drohenden Akten, meine Mutter und mein Bruder, die sich beide nur für meine Organe interessieren. Was kommt als nächstes? Wir brennen hier alles in Grund und Asche? Ja, wahrscheinlich. Oh, ein Lutscher. Okay, die fängt aber nicht wieder was mit dem an, ne? Also das will ich nicht hoffen. Jetzt habe ich doch den Connor so lieb gewonnen, muss ich sagen. Erst war der mir ein kleines bisschen unsympathisch, aber eigentlich ist er ja echt ein toller. Aber ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie jetzt da wieder was mit Daniel anfängt. Wahrscheinlich, ja. Sind die beiden dann irgendwie super gut befreundet oder so? Das könnte ich mir vorstellen. Und dann komme ich erstmal zu dir. Ach ja, ich muss ziehen, das darf ich nicht vergessen. So, hier hin. Dann kommst du hier oben hin. Dann kommst du unten auf den Stuhl. Habt jetzt einfach mal die Plätze getauscht, ihr zwei. Dann machen wir das eben fix so. Und dann machen wir das so bei dir. Dann kommst du noch hier hin. Du setzt dich dorthin. Du hast goldene Herzen, das ist super. Muss ich bei dir auch schon auffüllen? Nein, muss ich nicht. So, jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger. Dahin, dahin und dahin. So, dann komme ich zu dir und muss die richtigen Testergebnisse finden. Genau. So, was möchtest du jetzt? Du möchtest jetzt hier hin. Ich glaube, auffüllen muss ich ja gerade noch nicht, ne? Das geht ja relativ schnell. Ich habe jetzt einmal aufgefüllt und schon fast die Hälfte. So, Erdnüsse und, huch, Erdnüsse und Katzen. Jetzt klicke ich schon da oben, ne? Was mache ich hier? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das auffüllen. Genau, das war der eigentliche Plan. Es kann sein, dass ich da ein bisschen was wegnehmen muss, wenn jetzt nicht ganz so viele damit behandelt werden möchten. Kann das natürlich sein. Ich glaube, das mache ich auch mal. Ich lege mir einfach mal zwei hier aufs Tablett und dann kommen sie direkt wieder weg und dann habe ich das ja gleich schon mit dem Auffüllen dann hinter mir, hoffentlich. So, war das noch eine schnelle Behandlung? Ja, ne? Ich denke schon. So, ich komme erst zu dir, dann gebe ich dir die Spritze, meine Liebe. Und dann kann ich auch direkt wieder auffüllen und mit euch dann eine Kombo machen. Nee, ich warte erstmal noch auf dich. Genau. So, aufgefüllt, ich glaube sechsmal oder so, würde ich jetzt sagen, drei, vier, fünf, sechsmal oder so. Richtige Testergebnisse haben wir hier. Du setzt dich da unten hin. Du kommst auch dazu und dann behandeln wir erstmal dich. Nicht vergessen, dass ich hier ziehen muss, genau. Und dann bekommst du das und einmal das dazu. Bitteschön. So, da muss ich aber jetzt auf jeden Fall da oben kassieren. Oh, Oliver, ich habe dich gehört und da hast du dich auch versteckt. So, füll mal bitte weiter. Ach, füll mal bitte weiter auf. Kassier mal bitte weiter ab, das wollte ich sagen. Dann ist das jetzt nicht so schlimm, wenn sie da jetzt ein Herz verliert für die schnelle Behandlung. Ist das hoffentlich halb so wild. So, dann kommst du auch dahin. Ich nehme noch mal eben kurz zwei davon mit. Dann machen wir das hier fertig. Dann fülle ich eben ganz fix auf. Schnappe mir das für dich und das für dich. Und du gehst auch hier hin. So, dann kommst du da unten hin. Du kommst hier hin. Dann bringe ich dir die Pinzette. Oh, Allison, was machst du da? Was machst du da, Allison? Ich habe keine Ahnung, was du da tust, aber okay. So, du kommst hier auf den Stuhl. Du hast jetzt leider keine goldenen Herzen. Ich habe noch eine Spritze. Das ist supi. So, kommst du hier hin, dann gehst du dahin. Dann würde ich sagen, kassiere ich mal eben schnell. So, und dann fülle ich noch mal eben gerade kurz auf, wenn ich schon hier bin. Weil ich denke, das mit der Punktzahl ist nicht so das Problem. Von daher macht das jetzt auch nichts, wenn der da oben irgendwie ein paar Herzen verliert. So, dann bekommst du einmal die Pinzette, bitteschön. Du kommst hier unten hin und dann schnappe ich mir nochmal zwei davon, pack das mal eben wieder weg. Dann bekommst du das, sollte ich bei euch schon kassieren, ich glaube, das mache ich gleich, ne? Dann bringe ich dir erstmal das, genau, dann kassieren wir. Achso, jetzt muss ich, na super, jetzt muss ich das hier noch fertig machen. Ja, okay, du setzt dich dahin, du setzt dich hier hin. Und drei Dinge muss ich noch eben auffüllen. Dann setzt du dich hier hin. Wow, die wollen ja alle super lange behandelt werden. Was ist denn hier los? Das ist für dich. Und das habe ich noch dabei. Das ist dann für dich. Warum wollen die alle so lange Behandlung? Was ist hier los? Allison, gib ein bisschen Gas. Du setzt dich hier unten hin. So, dann fülle ich eben ganz schnell auf. Dann komme ich gleich hoffentlich zu dir, obwohl ich kassiere mal eben erst. So, komme dann zu dir. Stern Nummer 2 haben wir auch. Hier klappt es auch noch mit der schnellen Behandlung. So, sehr schön. Oh, ich sollte eigentlich da auch weiter kassieren, ne? Das sollte ich vielleicht tun. Wäre gar nicht schlecht, dann mache ich das jetzt mit ihr zusammen. Du bekommst die Spritze, dann gehe ich aber definitiv da oben hin.
So, dann füllen wir auf. Du kommst hierhin. Wir haben das geschafft. Das ist doch schon mal gut. So, dann hoffe ich, dass wir jetzt die 50 Punkte da auch noch zusammenbekommen. Du kommst auch hierhin. Ich bereite das einfach mal vor. Na super. Du wolltest ausgerechnet das andere, ne? Habe ich wieder nicht richtig kassiert bei ihr? Na gut, ist aber nicht so schlimm. Dann werde ich das jetzt tun. So, 175. Okay, dann komme ich zu dir. Und wir machen den Allergietest. Allergisch gegen Katzen. Okay. So, nee, du setzt dich dahin, mein Lieber. Und du kommst hierhin. Dann behandle ich erstmal dich mit der Spritze, komme dann zu dir. Dann kommst du hier oben hin. So, du bist jetzt soweit fertig, hast goldene Herzen. Ach, das ist ja wunderbar. So, da, 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 wow. Das sind viele positive Testergebnisse, was auch immer das für Testergebnisse sein soll, was das bringt. Ich habe keine Ahnung, ich bereite hier mal alles Mögliche vor und du möchtest ausgerechnet das hier. Na gut. So, 20 Punkte noch, genauer gesagt 25 Punkte, aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Kommt denn noch jemand? Kommt denn noch jemand? Ja, natürlich. Wow, zwei Leute. Wow. Oh, 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 diese Geräusche immer. So, du bekommst dann einmal das hier und dann kümmere ich mich um dich und darf nicht vergessen, dass ich da ziehen muss. So, beide schon fertig, abkassieren und dann haben wir Level 19 auch geschafft. Juhu! So, weiter geht's. Macht sie es echt nicht? Ich dachte, sie geht jetzt zur Mutter. Aber gut. So, nächste Herausforderung. Minispiel Wahnsinn 2. Räume groß ab, indem du so viele Minispiele wie möglich abschließt. Okay. So, wie war das nochmal? Ach so, ja, stimmt. Ja, stimmt. Das Ganze taucht ja hier einfach auf. 125 Punkte brauchen wir. Alles klar. So, allergisch, allergisch, allergisch. Alles klar. Das macht echt Bock. Also nach wie vor finde ich die Herausforderung echt gut, die Abwechslung. So, und allergisch gegen Bäume und gegen Nüsse. Und dann, oh Gott, jetzt müssen wir wieder auffüllen. Mittlerweile habe ich es aber raus, ne? Es gibt aber eine Anordnung hier, die total blöd ist. Die hatten wir jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr. Da war ich bislang nicht so gut. So, das hier klappt eigentlich immer ganz gut. Ach ja, Parasiten. Parasiten finden, kaputte Zellen finden. Wie komme ich eigentlich immer auf Parasiten? Ich weiß es gar nicht. Oh, muss ich? Ich muss füllen, genau. Zack und zack. Ah, Mist, vier verloren, aber gut. Ich hoffe, das kriegen wir hin, so da unten. Katzen. Ich muss doch vielleicht noch ein bisschen schneller reagieren. Wo ist die Zelle? Wo ist da unten ist die Zelle? Ein Herz verloren, okay. So, auffüllen, 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 auffüllen. Seht ihr, die Zeit bei denen ist viel zu knapp. Aber okay. So, wir haben drei Diamanten, das ist super. Also, da ist noch eine. Und das war's auch schon. Okay, 141. So, und jetzt geht's ins letzte Level für dieses Kapitel. Hole 20 Schnellboni. Es tut mir leid, Allison. Das muss für dich wie ein Überfall wirken. Aber Ryan ist zu mir gekommen. Ich denke wirklich, dass du ihn anhören solltest. Es tut mir leid, dass ich so wütend geworden bin, Allison. Aber es geht schließlich um meine Mama. Wenn ich sie verliere, dann habe ich niemanden mehr. Du bist eine Ärztin und du bist hier, um Menschen zu retten. Jetzt kannst du meine Mama retten. Und nach all dem, was ich so höre, tust du immer alles für deine Patienten. Kannst du sie nicht bitte für mich retten? Nicht für sie, nicht für dich, aber für mich. Ich brauche meine Mama, Allison. Solange wir uns darüber einig sind, dass ich das für dich tue. Okay, also wird sie es tatsächlich tun. So, die Patienten gewinnen Herzen, wenn sie es schaffen, dieses 3D-Puzzle zu lösen. Okay, bedeutet das, ich muss die irgendwie dahin schicken oder so? Keine Ahnung. So, 20 Schnellboni, alles klar. Ich habe übrigens in den Kommentaren gelesen zur letzten Folge, als ich so gesagt habe, ja, das würde man ja machen, hier der Mutter irgendwie die Spenderniere geben. Da waren gar nicht alle von euch der Meinung. Also ich habe einige Kommentare gelesen, wo ihr geschrieben habt, so, ja, nee, aber ne, das sagt man so leicht, wenn man ein gutes Verhältnis zur Mutter hat. Und ja, da habt ihr nicht ganz unrecht, sage ich ganz ehrlich. Also,
weiß ich nicht, vielleicht bin ich jetzt auch einfach in einer Situation, wo ich sage, natürlich würde ich das machen, weil ich halt ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter habe. Ich habe noch nicht einen Bonus. Ich habe noch nicht einen Bonus, was soll das? Weil ich hier wieder so blöd rumquatsche, ne? Ist ja unfassbar. Ja, keine Ahnung. Und da kann ich verstehen, wenn einige von euch sagen, ja, die Situation von Allison ist vielleicht doch ein kleines bisschen schwieriger. Aber es ist genau das, was jetzt auch der Ryan sagte und was ich ja in der Folge auch gesagt habe. Es geht ja nicht nur um die Mutter, es geht ja auch um ein Menschenleben. Und wenn man die Möglichkeit hat, ein Menschenleben zu retten, ja, warum dann nicht, ne? Was jetzt nicht bedeutet, dass ihr ins nächstbeste Krankenhaus spazieren solltet oder eure Niere einfach anbieten sollt, irgendwem. Das meine ich damit auch nicht. Aber, ja, keine Ahnung. Habe ich noch nicht... Hole 20... Hä? Hole 20 schnell, Boni? Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe doch schon... Ach so, die werden... Ah, werden die vielleicht nur gerechnet, wenn ich die abkassiere? Hey, das ist ja voll komisch. Moment, muss ich jetzt gleich mal gucken, wenn wir den da oben abkassieren. So, das sind auf jeden Fall die Bäume. Ja, vielleicht soll ich dann auch nicht so viel quatschen. Hä? Verstehe ich nicht so ganz. Verstehe ich nicht so ganz und bin schon am Überlegen, ob ich das neu starte. Weil ganz ehrlich, ich habe doch jetzt schon mehrere Schnelligkeits... Das war doch auch eine schnelle Behandlung. Oder zählt das dann echt nur beim Abkassieren? Da und da und da. Das ist ja richtig doof. Du gehst dahin? Hm, dann muss ich es... Ach Quatsch, muss ich es vielleicht gleich nochmal neu starten? Ich dachte jetzt wirklich schnelle Behandlung. Hier in dem Sinne, ne? So, du gehst dahin, wir machen das eben fertig. Und dann werde ich gleich oben abkassieren. Du brauchst jetzt noch eine Behandlung. Ah, toll, ausgerechnet. Nee, Leute. Nee. Wir sind... Moment mal, wir sind bei der Hälfte, ne? Ich lese das nochmal eben durch. Hole 20 schnell, Boni, aber... Nochmal. Ja, klar. Ja, das müssen wir nicht nochmal sehen. Was? Verstehe ich jetzt nicht. Beim Abkassieren. Also ich meine, es ist ja auch das Zeichen für Abkassieren. Okay, dann setze ich dich hier hin. Dann bekommst du das, dann bringe ich dir das. Dann setze ich dich dahin. Ich quatsche jetzt einfach mal nicht so viel und versuche generell ein bisschen konzentrierter und ein bisschen schneller zu sein, um gleich zu gucken, ob das irgendwie ja tatsächlich daran lag, dass ich jetzt am Anfang mal wieder so blöd rumgequatscht habe. Das hätte ich anders machen können. Allison, beeil dich ein bisschen. Da bin ich jetzt gespannt. Also ich habe die beide super schnell behandelt, muss man ja sagen. Dann kommst du dahin. Ich kassiere mal eben, weil ich das wissen möchte. Hole 20 Schnellboni. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Hä? Schnell... Ach. Einfach schnell beim Kassieren? Also im Endeffekt, die gehen zur Kasse und ich kassiere direkt. Ist das so gemeint? Ah, toll, ich muss direkt auffüllen. Na super. Allison, auffüllen. Auffüllen. So, Spritze für dich, das für dich. Ist das... Hallo Oliver, ist das so gemeint? Da bin ich jetzt gespannt. Hä? Ja, kannst mal eben kurz auffüllen. So, da muss ich jetzt ihn... Jo, das hat was gebracht. Okay. Einfach schnell kassieren. Ja gut. Bisschen merkwürdig, aber gut, ich dachte jetzt schnelle Behandlung, weil schnell Boni fahren sonst immer einfach schnelle Behandlungen. Okay, setz du dich bitte dahin, Junge. Bisschen schneller hier. So, dann kommst du dahin. Du kommst auch dahin. Ich kümmere mich erst um dich. So, gegen was bist du allergisch? Es wird jetzt schwieriger, habe ich das Gefühl. Du bekommst einmal das und dann machen wir das hier fertig. So, dann kassiere ich direkt. Blöd. 3. Ja, wie soll das denn... Wie soll das denn machbar sein, frage ich mich gerade dahin. Jetzt kriege ich wieder 2 dazu. Ja, super. Ja gut, okay, wie gesagt, ich bin gespannt, ob wir das jetzt noch hinbekommen. Mann, wie blöd. So, dann kommst du dahin. Dann komme ich auch direkt zu dir. Was möchtest du? Na toll. Ich habe hier so viel Mist drauf. Du gehst bitte dahin, ich mache das und das schon mal fertig. Ja, du möchtest zufällig das. Ich kassiere aber eben hier. Ja, das Problem ist, dann kann ich ja kaum Kombos machen. Haben wir denn jetzt schon? Wir haben nicht mal die Hälfte. Ja, aber wenn noch so wenig Patienten kommen, was soll ich denn machen? Gut, dass das hier gerade fertig ist. Was soll ich denn machen? Ich kann jetzt... Klar, ich kann jetzt versuchen, da irgendwie eine Kombo mit den beiden jetzt zu machen. Aber dann zählt das ja vielleicht bei ihm nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ist blöd. Boah, die braucht ja ewig. Nee, wisst ihr was? Ey, das geht ja gar nicht klar. Das geht ja gar nicht klar. Was zur Hölle ist das für eine Aufgabe? Allison, beeil dich bitte ein bisschen. Da. Ich bin aber trotzdem der Meinung, wir kriegen das nicht hin. Das schaffe ich nicht. Ich weiß doch gar nicht, wie bei so wenigen Patienten.
Hat zweimal gezählt. Okay, schön und gut. Füll mal bitte auf, Allison. Also von der Punktzahl her ist es wahrscheinlich gar nicht so schwierig, aber trotzdem. Irgendwie ist mir das ein bisschen suspekt. Und ich habe jetzt gerade erstmal die Hälfte. Naja, okay, na toll. Ausgerechnet das hier, ne? Die anderen sind aber schon vorbereitet. Das ist gut. Dann bekommst du einmal das und du bekommst einmal das. So, dann setzt du dich hier hin und du setzt dich dahin. Dann komme ich erst zu dir. Dann machen wir ganz fix den Allergietest. So, Bäume und Nüsse. Und dann komme ich zu dir. So, bist du komplett fertig? Ja, super. Bekommen wir jetzt zwei dazu? Jetzt haben wir... Wir haben nur einen dazu bekommen. Sollte die Aufgabe nicht einfach heißen, kassiere jede Person einzeln? Wäre das nicht ein bisschen schlauer? Das ärgert mich jetzt, weil wir schaffen es nicht mehr und ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Ehrlich gesagt, weil ich jetzt gerne ins neue Kapitel möchte und wissen möchte, was da abgeht. Das ist ja voll blöd. So, nochmal bitte, Allison. So, dann kommst du dahin. Die wollen auch gerade irgendwie krasse Sachen, habe ich das Gefühl. Es kommen wenig Leute. Ach Gottchen, jetzt muss ich da oben schnell hinrennen. Es kommen super wenig Leute. Jetzt hat... Oh, sie hat doch wieder nicht gezählt. Was ist denn das für ein Mist? Hole 20 schnell, Boni. Was für ein Scheiß. Kassiere jede Person einzeln, weil alles andere ist ja kein Schnellbonus mehr. Das bringt's ja nicht. So, jetzt zählt sie noch eins. Ja, toll. So viele Leute kommen nicht mehr. Können wir knicken? Können wir knicken? Boah, wie ärgerlich, ey. Ganz ehrlich? Bescheuert. Ganz bescheuert. Regt mich jetzt gerade richtig auf. Weil sonst... Ihr wisst, wie es ist, ne? Schnellboni, Schnelligkeitsboni heißt immer, behandle schnell. Und ich kassiere die Leute einzeln. Oh, ätzend. Seht ihr, was die hier wollen? Ey, ist voll schlimm. Was muss ich machen? Das. So, Allison, gib mal ein bisschen Gas. Ey, jetzt muss ich... So ein Dreck, ganz ehrlich. Regt mich richtig auf. Ich bin gerade richtig sauer. Jetzt zählt sie wieder. Nee, sie hat mitgezählt, oder? Ich weiß es nicht. Echt, jetzt regt mich voll auf. Ja, regt mich... Macht mich jetzt mega wütend gerade. Scheißspiel. Zwei. Ganz ehrlich... Nö, hole ich in der nächsten Folge nach. Auf jeden Fall, aber habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Neue Episode Verbrennungsstation. Du wirst mehr über die Geschichte des Krankenhauses an der Seite von John kennenlernen. Ach schön, da bin ich gespannt. Boah, es hat jetzt voll die Stimmung gedrückt, der Scheiß. Bist du bereit, Allison? Die Infusion ist angeschlossen. Wir werden dich bald in den OP bringen. Ich bin mir nicht sicher. Ich war noch nie auf der anderen Seite bei einer Operation. Mach dir keine Sorgen, du schaffst das. Du hast hier die einfache Rolle. Daniel, was machst du denn hier? Ich wollte nicht, dass du vor der OP alleine bist. Wir müssen jetzt beginnen. Es gibt noch eine Sache, über die wir reden müssen. Das muss warten. Wir müssen jetzt sofort in den OP. Oh, Daniel... Mach dir keine Sorgen, wir reden nach der OP. Was wollte er ansprechen? Hoffentlich werde ich bis dahin die Akten gefunden haben, die wir versteckt hatten. Sie sind ja wohl kaum von selbst hier herausspaziert. Oh nein. Ellie! Okay, du willst nicht darüber reden. Ich verstehe das schon. Ellie, erinnerst du dich überhaupt an das Feuer? Das Feuer? Du solltest dich langsam etwas schläfrig fühlen. Es gab ein Feuer. Du hast zwei Ballettklassen übersprungen. Du gleichst deiner Mutter anscheinend doch mehr, als du dachtest. Womit habe ich nur je so ein wunderbares Kind verdient? Ich bin nur wegen des Essens hier. Wie wäre es mit etwas Arbeit als Gegenleistung für das Essen? Ich räume meine Sachen im Wohnzimmer auf. Gute Idee, und in der Zwischenzeit bereite ich das Abendessen vor. Es gibt dein Lieblingsessen, Pfannkuchen mit brauner Butter und Blaubeeren.
Juhu, dann beeile ich mich wohl besser. Finde alle Sachen. Okay. Es gab ein Feuer. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. So, die Hose gehört wahrscheinlich noch dazu, die Socken gehören noch dazu. Und das war's, ne? Mama? Hast du alles im Griff? Es riecht ein wenig verbrannt. Mama? Mama! Mama! Wir müssen hier raus, Mama. Bitte, Mama! Was? Was? Ja, und wie sind die denn da rausgekommen? Und was zur Hölle? Verbrennungsstation, guter Einstieg. Erhalte einen goldenen Stern in der ersten Hälfte deiner Schicht. Okay. Und hier werde ich anfangen auf der brandneuen Station für Verbrennung. Wow. Wir können hier viel Geld verdienen. Wolltest du nicht sagen, dass wir hier vielen Menschen helfen können? Genau das habe ich doch gesagt. Kinder, Daniel, Mason, bitte. Tut mir leid, Papa. Tut mir leid, Victor. Das ist ein Krankenhaus und kein Spielplatz. Ich bin froh, dass wir gemeinsam diese Aufgabe angehen, John. Ich auch. Wer hätte das damals schon gedacht, als wir noch Zimmergenossen im Medizinstudium waren? Jetzt eröffnen wir ein Krankenhaus zusammen. Und nicht nur irgendein Krankenhaus. Es gibt im Umkreis auch kein größeres. Es ist an der Zeit, etwas Geld zu verdienen, John. Oh, ihm ging es immer schon ums Geld. So, 500 haben wir. Ich würde sagen, wir nehmen Moment. Wir verbessern erstmal den hier. Und dann entweder eine Liege oder so einen Stuhl. Ach komm. Komm, wir kaufen den Stuhl. Das finde ich ja gut. Wir sind in der Vergangenheit und... Ja, weiß ich nicht. Ich finde es irgendwie gut. Was gibt's hier alles zu tun? Ich habe noch keine Ahnung. 135 Punkte brauchen wir. Okay. So, du kommst auch hier hin. Also so viele Dinge gibt es ja gerade noch gar nicht. Hier diese Brandcreme, sag ich mal. Ist das bestimmt... Achso, zweimal ziehen. Alles klar. Dann setzt du dich hier unten hin. Dann komme ich zu dir. Du setzt dich hier hin. Witzig, dass wir jetzt auch den John spielen, finde ich total super. Dieser Patient hat Rauch eingeatmet. Ich habe die nötige Menge Sauerstoff auf diesem Scan angegeben. Die Lungen müssen bis zu dieser Markierung gefüllt werden. Okay. Halte den Sauerstoff. Oh Gott, jetzt habe ich zu schnell geklickt. Ja gut, aber ich habe es kapiert. Gut, ich habe es aber kapiert. Alles klar. So, da oben hin. Und dann untersuchen wir dich direkt. So, alles gut, alles schön. Ich glaube aber... 55, ja, nee, da muss ich einfach nicht kassieren. Dann versuche ich echt, so viele Kombos wie möglich zu machen. So, du kommst mal eben auf diesen Stuhl hier. Dann komme ich zu dir. Bekommst eine schnelle Behandlung. Was genau ist das? Oh, da muss er ja super weit laufen. Da muss er ja echt super weit laufen. Aber gut. So, dann komme ich zu dir. Dann, zack. Das war gut. Sehr schön. So, ihr seid zu 5. Das bedeutet, ich kassiere. Schicke dich dahin. Oliver, da bist du. Ich habe dich gesehen und wir haben es geschafft. Ach, super. Das freut mich. So, dann brauchst du einmal die Creme. Ach ja, das darf ich nicht vergessen. Immer hin und her. Du kommst hier hin, dann bleibst du da stehen. Dann komme ich zu dir. So, wo ist denn... Oh, da ist die Markierung. Okay. Ja, da muss ja einmal komplett darum. Okay. Aber bis jetzt sieht es hier nicht ganz so voll aus, ne? Mit irgendwelchen Gegenständen, die wir nutzen können. Weiß ich ja nicht, ob hier später noch andere Tischchen oder so hinzukommen. Keine Ahnung. Aber bis jetzt eigentlich ganz okay. So, du gehst dahin. Dir bringe ich mal eben die Salbe. Dann bringe ich dir das hier. Ach ja, nicht vergessen. Nicht vergessen, hin und her. Dann komme ich nochmal zu dir. So, du legst dich da oben hin. Das war zum Glück noch eine schnelle Behandlung, oder? Bei ihm auch. Ach, sehr gut. So. Dann kommst du hier auf den Stuhl. Dann muss ich da wieder irgendetwas tun. Ich weiß nicht, was er da macht. Aber okay. Ja, aber das passt ja dann wirklich sehr gut zur Story, dass wir jetzt auf der Verbrennungsstation sind. Das passt ja... Oh Gott! Ich habe
Ja, weiche runter. Okay, es tut mir leid, mein Lieber. Dann hast du weiterhin Rauch in deiner Lunge, kann ich auch nicht ändern. Aber gut, so, dann kassieren wir hier direkt. Dann musst du da nicht länger stehen bleiben. Ich denke, wir schaffen es trotzdem, die 10 Punkte jetzt noch zu bekommen. So, dann komme ich erst zu dir und dann kümmere ich mich um dich. Und du legst dich da oben hin und dann bringe ich dir einmal das hier. Und dann kümmere ich mich um dich. Ach ja, nicht vergessen einzureiben. So, du bist jetzt soweit fertig. Du bist auch fertig. Super, dann haben wir da noch eine Dreier-Kombo. Juhu! So, weiter geht's. Erfahren wir jetzt in diesem Kapitel gar nichts mehr über Allison, also über die Gegenwart? Das war eine tolle erste Schicht. Zwei weibliche Patienten, beide mit Rauchvergiftung und Verbrennung. Ich übernehme. Geht es Ihnen gut? Oh Mann. Machen wir noch die nächste? Rette in 3 Minuten so viele Patienten, wie du kannst. Es kommen Patienten mit nur zwei Herzen. Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wir gucken mal eben ganz schnell hier rein. 36 haben wir. Wow. Würde ich sagen, kaufen wir das hier. Oh, wie schön. So ein tolles Foto. Ich sollte wirklich mehr Fotos mit meinen Freunden machen. Ja. So, das hier unten hätte ich gerne. Ich brauchte ja so dringend Bluetooth-Lautsprecher. Heutzutage ist der Großteil meiner Musiksammlung eh digital. Okay, dann hier unten nochmal. Ja, bitte, das möchte ich kaufen. Eine schöne Pflanze. Es ist unglaublich, was ein bisschen Dünger und ein neuer Topf für eine Pflanze bewirken können. Okay, das hier 15, das hier 8. Jo, kaufen wir den Computer. Ein neuer, schneller Laptop. Ich kann es kaum erwarten, damit das Internet nach den neuesten medizinischen Neuigkeiten zu durchforsten. Okay, so, das nächste ist dann das hier für 8. Das ist so ein gemütlicher Stuhl und das Beste, ich kann darin entweder an meinem Schreibtisch arbeiten oder mein Make-up auffrischen. Gut, 5 haben wir noch. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss.